Gott, was geht denn hier ab? Was? Passiert hier? Nein! Was zur Hölle? Ich sag's euch einfach, wie es ist. Das Ding könnte hier der beste Zelda-Hack werden. Wahnsinn! Nachdem er die böse Bedrohung Terminas besiegt hatte, setzte der Held der Zeit die Suche nach seinem verlorenen Freund fort. Doch nach 15 langen Jahren war die Hoffnung so gut wie verblasst. Er kehrte zurück, um noch einmal durch die mystischen verlorenen Wälder zu wandern. Bald landete er in einem neuen Land namens Valana. Es schien ein guter Ort zu sein, um ein neues Leben zu beginnen. Er lebte hier mehrere Jahre lang im stillen Frieden, bis er vor seiner Haustür ein vertrautes Glockenspiel hörte. Es war die lila Fee Tail, ein alter Freund von damals, die mit einem Hilferuf kam. Tail erklärte, dass er und seine Schwester Tuttle sich schließlich vom Horror-Kid getrennt hatten und zu ihrem eigenen Abenteuer aufgebrochen waren. Auch sie hatte es nach Valana gezogen. Dieser Ort hatte etwas Magisches, etwas Unheimliches. Tuttle bestand darauf, dass sie die Tiefen eines uralten Dekubaumes im darunterliegenden Wald erforschten, der schon lange tot war. Doch die beiden wurden getrennt. Tuttle war weg. Der Held der Zeit würde sich erneut auf die Reise begeben, um einen alten Freund zu finden. Diesmal würde es anders sein. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Projekt, liebe Leute, einem Zelda Ocarina of Time und Majora's Mask Hack, nämlich Zelda Indigo in einer Demo. Genau, wir zocken heute mal wieder eine Demo an und ich glaube, Leute, dieser Hack hat wirklich das Zeug, der beste Zelda-Hack aller Zeiten zu werden, denn hier gibt es neue Items, neue Gegenstände. Ich bin echt gespannt, was sich da alles entwickeln wird noch in dieser Demo. Und die zocken wir heute erstmal schön an. Und schreibt mir da unbedingt mal in die Kommentare rein, wie ihr dieses Projekt findet. Und ja, als erstes kriegen wir erstmal eine schöne leere Flasche. Falls euch interessiert, wer dieses Projekt entwickelt hat, ich werde das mal in die Videobeschreibung packen, denn da sind ein paar mehr Leute. Und wir starten hier erstmal in einem Haus. Ich denke mal, da wohnt Link jetzt schon mehrere Jahre. So, press C up in the Pausenmenü. In the Pausenmenü, genau. Und dann können wir hier nochmal andere Einstellungen vornehmen. Was ich übrigens ziemlich cool finde, denn wir können hier zum Beispiel das Overlay ausschalten. Und hätten jetzt zum Beispiel, ja, freie Sicht auf das gesamte Spiel. Ich werde es aber mal so normal lassen, dass wir alles sehen können. Ich denke, das ist so standardmäßig ganz cool. Okay, ja. Also, Tail kam zu uns und wir sollen Tuttle finden. Also Tuttle ist ja wohl Taya. Ich wusste gar nicht, dass die im Englischen Tuttle heißt. Und die sollen wir jetzt suchen. Dann haben wir hier noch eine Liste. Indigo Chapter 2 Game States. Also hier kann man dann sehen, was man alles erreicht hat. Sigils. Ich weiß nicht, was Sigils sind. Total Hearts, genau. Das ist aktuell alles in der Demo drin. Das kann man erreichen. Und wir gucken mal, wie weit wir hier in der Demo kommen. So, auf geht's. Wir gehen auf die Suche nach Taya oder Tuttle und sind hier erstmal am Bergpass. Ja, Link, da hast du ja einen tollen Ort zum Leben ausgesucht. Ich habe die Demo hier schon mal angespielt und... Warte mal, du hast doch gar keine Waffe. Da gibt's viele gefährliche Monster. Solltest du irgendwas suchen? Vielleicht kannst du an die was von den Bäumen holen. Das ist besser als nix, vielleicht. Okay, wir holen uns mal ein paar Deku-Sticks. Bam, Alter, you got a Deku-Stick. Sehr schön. Ja, jeder weiß, Deku-Stick, beste Waffe. Sammeln wir erstmal ein. Und hier drüben auch nochmal dran. Und Leute, ich freue mich richtig auf die Demo. Also wie gesagt, ich habe sie schon mal angespielt. Sehr weit nicht, denn ich möchte natürlich immer so ein Blind-Erlebnis haben. So, das ist eigentlich nur die erste Höhle hier. Die habe ich angespielt und danach... Ist auch alles blind hier. Komm her, mein Freund. Bam. Sau gut. So, hier haben wir dann eine Säule. Die müssen wir dann wohl irgendwie sprengen. Da können wir aber auch mit Tail nochmal drüber reden. Guck mal, da ist irgendwie ein Riss drinne. Vielleicht kann man das irgendwie kaputt machen. No? So. Und hier erstmal Easter Egg. Einfach so ein Mario-Block drinne. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, wir sind standardmäßig einfach schneller. Also, wie als ob wir die Hasenohren drauf haben. Das gefällt mir schon mal so gut.
Und ja, das war toll. Zu Ende, warte mal, wir machen jetzt hier mal. Zack! Jawohl, das hat geklappt. Und da ist der nächste. Zack, zack und tschüssi, mein Freund. So, Leute, das hier. Oh, warte mal, der hat die Kunde fallen lassen. Die nehmen wir doch gleich mal mit. Perfekt. Okay, das hier sind Eisbomben. Die explodieren nicht. Das gab es vorher auch noch nie in einem Spiel. In einem Ocarina of Time Spiel. Das, ich weiß nicht, das finde ich irgendwie so cool. So, jetzt werfen wir die mal darüber. Und... das war knapp. Nehmen die mal mit. So, genau, dann diese Eisbombe. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Crap, so. Müssen wir erst anzünden, damit sie explodiert. Das ist so gut gemacht. Ich weiß nicht, das ist... Da fängt schon gleich das erste Rätsel an, einfach. Was komplett Neues. So, und dann zünden wir das Ding hier mal an. Achso, ich kann mich ja gar nicht... So, zack. Deku-Stick wegstecken und dann sprengen wir mal die Säule hier weg. Alter, ist das cool. Das ist einfach eine Demo, Leute. Oh, Mann. So, hier geht's hoch. Und dann haben wir hier einen kleinen Block. Und wieder Eisbomben. Hallihallo. Und tschüssi, mein Freund. Und hier kann man scheinbar auch was aufsprengen. Würde ich sagen, da legen wir auch gleich mal was hin. Oh, warte mal. Ich mache erstmal den hier. Geht das? Das kann man doch bestimmt so machen. Und dann... Jetzt ein bisschen Timing. Zack. Shit. Ah. Perfekt. So, da drüben haben wir jetzt was zum Anzünden. Da hinten geht es auch noch weiter. Gibt es eine Schatzkiste? Haben wir auch wieder einen Gegner? Bestimmt. Was ist das? Schaut mal, einfach ein neuer Gegner. Oh. Tschüssi, mein Freund. So, was bist du denn? Da tut mir ja fast ein bisschen leid. Ah, das ist eine Art Skuldi. Okay, cool. Skuldi da. Was? Ja, ist halt eine Art Skuldi, ne? So, eine Schatzkiste. Und noch mehr Dekonüsse. Alles klar, nehmen wir mit. So, und dann scheint es aber da drüben weiterzugehen, wo der Riss im Eis ist. Ich gehe mal stark davon aus, wir müssen jetzt hier die Bombe runterholen und dann einfach aufs Eis werfen. Ah, hä, wie geil. Ich denke, wir brauchen eine größere Explosion. Das sollte reichen, oder? Ja, hä, wie cool. Wie gut das einfach programmiert ist. Okay, neuer Abschnitt. Schauen wir mal. Ice River. Also der Eisfluss. Ah ja. Bewegende Schollen. Okay, nützt ja nichts. Ja. Und ich bekomme auf jeden Fall Schaden. Okay, dann jumpen wir mal. Schön von Scholle zu Scholle. Ah, die kommen da alle runter. Einfach. So, wir haben hier drüben haben wir nichts weiter, ne? Okay, ist auf jeden Fall ein Mashup von der Eishöhle. Das habe ich jetzt sofort gehört. Oh Gott. Nein. Link. Oder? Ja doch, ne? Ist schon die Eishöhle in langsam oder so. Da oben geht's dann weiter. Okay, da hinten haben wir nichts mehr. Also da sind ja so Eiswürfel oder Eisschneebälle. Keine Ahnung. Aber da ist ja auch maximal einfach nur ein bisschen Stuff drin. Vielleicht ein Herzchen oder so. Wenn überhaupt. Oh nein, was? Hä? Das sind doch die aus, oh, wie heißen die? Oh Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, wie die heißen. Hier aus der Unterwelt, ne? Von Oracle of Ages und Seasons. So, die Frage ist aber, wie komme ich da durch? Okay, was kann ich tun? Auf der Karte geht's... Oh, habe ich gar nicht gesehen. Auf der Karte geht's hier noch weiter. Stimmt. Okay, kann ich aber runterspringen und da komme ich... Eieiei. Ich kann wieder hochklettern. Direkt einfach wieder ein neuer Abschnitt. Heißt Sanktum. Heiligtum oder sowas ist das, ne? Sanktum.
Okay. Och. Hallo. Ich habe nicht mehr viele Degu-Sticks. Das ist schlecht. So. Okay, ich habe hier... Die sieht irgendwie anders aus, die Bombe. Kann ich die hochheben, die Dinger? Ja. Okay, da gibt's Degu-Sticks. Ich habe nur einen bekommen. Vielleicht hätte ich doch nochmal mit den anderen Dingern interagieren sollen. Okay, wir haben hier einen Schalter, der macht bestimmt die Fackel an. Let's go. So, und dann rüber hier. Leute, ich trinke erstmal schon Kaffee. Das brauche ich, um in den Tag zu starten. So, zack. Fackel an, dann holen wir die Bombe. Dann müssen wir wahrscheinlich den Schalter aktivieren. Das ist wahrscheinlich der Plan hinter der ganzen Sache. Ist auf jeden Fall wieder so eine Timing-Sache. Ja, das war perfekt. Ha. Jo. Perfekt. Okay. Direkt wieder da oben eine Bombe. So, da ist der Schalter, alles klar. Da oben geht's auch weiter. Ich habe nur noch 4 Degu-Sticks. Es wäre ganz toll, wenn ich mal langsam ein Schwert bekommen könnte. Warum hat Link eigentlich kein Schwert? Was soll das? Warum hat er kein Schwert zu Hause? Das soll einer verstehen, oder? So, machen wir erstmal einen Schalter an. Damit haben wir eine neue Fackel. Okay. So, hier geht's auch weiter. Mit der Fackel. Was könnte ich mit der Fackel jetzt machen? Ich könnte das anzünden. Okay. Ja, dann könnte ich die Bombe anzünden. Was bringt mir das? Ich muss wahrscheinlich... Ja, das ist wahrscheinlich das Ziel. Und hier... Okay, hier komme ich gar nicht hin. Alles klar. Gut, dann versuchen wir das mal. So, zünden wir erstmal das schnell an. Dann haben wir hier die Fackel. So, jetzt müssen wir mit der Fackel darüber rennen. Müssen wir wahrscheinlich die Bombe aktivieren. Auch ein ganz knappes Ding. So, und dann müssen wir mit der Bombe... Ah, nee, warte mal. Das ergibt gar keinen Sinn. Wir tragen das Ding mal hoch. Zack. Alter, warum bin ich hier so schnell? Ja, genau. Allein das schon, ne? Dass du gleich am Anfang so neue Rätselelemente hast. Und halt einfach die Vorahnung, dass du später noch neue Waffen und sowas haben wirst. Macht's doch einfach schon zu einem... Projekt, was einfach mal das Beste, was einfach der beste Zelda-Hack werden kann. Geil. So, jetzt haben wir einen Stein. Nu? Kann ich den da ranschieben? Wenn das Gitter auf wäre. Jetzt... Ah, ich brauche noch eine andere Waffe, ne? Okay, vielleicht habe ich dem Ganzen hier vorgegriffen und ich muss eigentlich erstmal hier runter. Vielleicht kriege ich ja auch einfach einen Bogen jetzt. Oder eine Zwille oder sowas. Ah ja, guck mal. Das sieht doch so aus, als ob. Da 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 da. Ich bin gespannt. Ah, ein Boomerang. Der magische Boomerang. Ah, okay. Cool. Und damit kann man Items von Gegnern auch irgendwie stehlen, habe ich gerade gelesen. Und man kann anvisieren. Ne, also so ähnlich wie in Twilight Princess halt. Müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Guck mal. Ne, mit R, ne? Ah, okay, ich kann nur zielen. Ist das cool. Okay. Wir haben unsere erste Waffe, mehr oder weniger. Und ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Ja, saugeil, oder? Jetzt verlorene Wälder wahrscheinlich, ne? Alles bei Nacht, leider. Alles bei Nacht. Oh ja. Trotzdem, ein Schwert wäre geil. Ein Schwert wäre schon cool. Okay.
Aber das sieht mir aus wie der Kokiri-Wald. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Hallo, wer bist du denn? Wow, Alistair. Also keiner hat uns lange Jahre besucht. Kommst du von den Bergen? Du solltest mit Fallo reden. Wer auch immer Fallo ist. Jo, okay. Erste Hütte. Wir gucken uns mal hier ordentlich um, würde ich sagen. Oh, ist das auch so mit viel Liebe gemacht, ne? Sieht so schön aus hier. Da geht's auf jeden Fall auch noch hoch. Du Scheiße. Okay. Ich will jetzt hier auf jeden Fall keine Deku-Sticks verschwenden. Ich freue mich echt, dieses Game hier zu zocken. Und ich freue mich noch mehr, wenn das full released wird. Das wird toll. Ja, ich sammle mal ein bisschen Kohle, ne? Vielleicht. Oh, vielleicht brauchen wir es ja. So, wer bist du denn? Delia. Irgendwelche Erdbeben haben den Weg nach Norden oder so blockiert. Okay, wir gucken mal, was hier ist. Na, hallo. Oh. Dungo. Der große Degubaum. Also, die scheinen hier richtig verkommen zu sein, als der Degubaum gestorben ist, ja? Ja, er hat sein Leben gegeben für die Kokiris und, I almost hard to remember what the forest was like back when he was still alive. Wer bist du? Becky. Die Kollegin hier wurde die Hütte irgendwie von Moblins angegriffen und die möchte, dass wir da irgendwas finden und wir sollen es sich öffnen. So habe ich das gerade verstanden. Ba, 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 ba. Okay. Dü-dü-dü-düm. Viel Stuff in einer Hütte, also da wurde mit viel Liebe rangegangen, auf jeden Fall. Ja, da tauchen schon die ersten Gegner auf. Ich laufe gleich mal umher, drumherum um den Baum und guck mal, ob irgendwas ist, aber nö. Rein da. Wir schauen uns hier erstmal schön um, Leute. Ah, geil, der Laden. Und ein Deku-Schild, aber der wird keine 10 Rubine kosten, oder? Okay, was machst du da? Stopp! Timbo. So, hi. Tag to Honor. 100 Rubine. Life Train. Life Train? Was heißt ein Life Train? Das? Hey, wie geil ist das denn? Das nehme ich mir mit. You got an item satchel. Equip more items to a second set of Z buttons by pressing D-pad down for easy access. Hä, wie geil ist das denn? So, ja, Leute, also ich hab's jetzt. Also ich muss jetzt das Steuerkreuz runterdrücken. Dann habe ich hier quasi nochmal ein extra Item-Menü und kann hier mal hin und her switchen. Das ist ja auch saugeil. Voll geil. Einfach so Fähigkeiten, die neu eingebaut werden. Das ist so gut. Okay. Weiter geht es. Da drüben haben wir so einen Steinkreis. Das sieht aus, als ob man da was einpflanzen könnte. So, wir gehen erstmal hier rein. Also, wir können uns dafür 100 Rubinen auf jeden Fall noch was. Ach, je. Noch was Schönes kaufen. Macht's euch was aus, wenn ich euch die Krüge so ein bisschen kaputt mache? Auch Kohle. Das wurde auch mit so viel Liebe zum Detail gemacht, ne? Das sieht echt gut aus. Gefällt mir. Okay, es gibt auf jeden Fall sehr viele Story-Elemente. Ich hoffe, das Ding kommt irgendwann noch auf Deutsch raus. Ihr wisst, mein Englisch ist auch nicht das Beste. Da drüben haben wir auch noch ein Baumhaus. Und dann geht's auch schon nach unten, hätte ich gesagt. So, schauen wir mal, was noch hier drin ist. Okay, noch mehr Kokiris. Und da geht's auch noch unten. So, wo geht's denn hier hin? Ba, 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 ba. Okay, was ist das hier für ein Ort? Lebst du im Nassen? Hey, wanna play? Oh Gott, ich habe keine 20 Rubine. Okay, hier kann ich da oben gehen. Irgendwo habe ich auch ein Herzteil erspäht gehabt. Oder hier eine Schatzkiste, sehr schön. Schauen wir mal. Jo, 50 Rubine, sehr schön. Ja, jetzt kann man ja eigentlich mal das Minispiel spielen, oder? Ich weiß zwar, hab so keine Ahnung, was ich machen muss. Ich hoffe, der erklärt es mir auf Deutsch. Ich glaube aber eher nicht. Okay. Alright. Pick a chest. You get a one-shot. See if you can get a grand prize. Good luck. Ah, okay. Vielleicht ist da auch ein Herzteil drin. Also ein Glücksspiel. Wahrscheinlich miese. Ich nehme einfach mal die goldene Mitte. Ja, das war auf jeden Fall nicht der Hauptpreis. Ich mache nochmal. Ich nehme nochmal die goldene Mitte.
Bestimmt gibt's hier ein Herzteil. Oder ich hoffe auch, dass man viel Geld gewinnen kann. Okay, 20 Rubine, also keinen Verlust gemacht. Es muss doch irgendwann mal in der Mitte sein, oder? Irgendwann. Ja, das ist der Richtige. Geil. Also entweder kriegen wir schön fett Kohle. Oder ein Herzteil. Jawohl. Okay, wir haben unser erstes Herzteil bekommen. Wie wunderschön. Da freut sich doch mein Herzchen. Und ich habe aber auch oberhalb noch gesehen. Jetzt haben wir natürlich wieder weniger Geld, ne? Ich hätte gerne das Schild. Da bin ich ehrlich mit euch. Ich hoffe, wir haben noch die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr Kohle zu verdienen. Genau. Hier haben wir ja jetzt alles fertig soweit. Weiß gar nicht, an welcher Stelle das jetzt am... Guck mal, da ist ein Herzteil. Kann ich da einfach hinspringen? Das müsste doch funktionieren. Ja, easy. Herzteil Nummer 2 ist am Start. Perfekt. Okay, Deku-Kerl. Könnte man natürlich jetzt toll... Könnte man jetzt toll mit dem Schild besiegen. Aber ihr habt gesehen, ne? Ich habe gerade 5 Rubine bekommen aus dem Gegner. Das ist schon cool. Vielleicht kann ich das mit dem hier auch machen. Wenn ich treffe. Jetzt leider nichts bekommen, okay. Okay, mit dem Boomerang kann man auf jeden Fall schon mal ein bisschen arbeiten, ne? Das ist ja... Okay, da komme ich nicht durch. Entweder Schwert oder... Vielleicht, zack. Einfach aus Skyward Sword. Okay, ich kann hier graben, Leute. Ich kann hier einfach graben. Ey, wie geil ist das? So viele Elemente einfach aus anderen Spielen noch. Voll gut. Hier ist gesperrt. Das ist ja ein wahnsinniges Sperrschild, ey. Oh. Aber es funktioniert. Ja, das funktioniert gut. Wie lustig. Okay. Also hier, ich denke mal Schwert, ne? Mit dem Schwert kann ich das bestimmt kaputt machen. Das ist so ein Stop für mich, dass ich einfach erst ein Schwert brauche. Wir gehen... Wow. Wir gehen mal darüber, wollte ich sagen. Mensch, der hat ja ein richtiges Turbo hier. Was bist du denn für einer? Mann, jetzt wirst du mal ordentlich. Ja, das läuft. Jetzt. Wow. Hat ja lang genug gedauert. Krieg ich was Schönes? Nix. Da haben wir auch wieder ein Stoppschild. Hier kann ich bestimmt hochklettern, ne? Okay, kann ich. Wir schauen uns aber erstmal den Rest hier unten an. So, hier haben wir jetzt... Ja, okay, da kann ich auch wieder graben. Was? Was bist du denn? Wieder ein neuer Gegner. Den kann ich auch nicht besiegen. Oh. Was habe ich getan? Warum ist er gestorben? Ist er ins Wasser gefallen? Oder habe ich mit dem Stein erwischt? Ah, ist ins Wasser gefallen. Okay, verstehe. Ja, Grabschuhe oder Handschuhe habe ich noch nicht. Boah, was? 10 Rubine? Wie gut. Okay, vielleicht kriegt man doch die 100 Rubine noch zusammen. Irgendwie. So von hinten. Zack. Das wird nichts, ne? Ne, leider nicht. Und nochmal ein bisschen Kohle. Okay, hier geht's weiter. Ansonsten, da hinten geht es aber auch weiter. Und da könnten wir uns noch eine goldene, oder, ja, eine, keine Ahnung, wie das neue Ding heißt. Eine Skulti, etc. pp. Holen. Boah. Alles klar, Kumpel. So. Jawohl. Das Geld steigt, Leute. Das Geld steigt. Okay, hier geht's nicht weiter. Und ich wüsste auch nicht, wie ich da rüberkommen soll.
Es sei denn, ich kann von da vielleicht rüberspringen. Das können wir mal ausprobieren. So, ich kletter mal kurz hoch. Ich glaube, ich möchte schon noch gerne den Schildschniff haben, oder? Ich glaube, das wäre schon cool, wenn wir den noch mitnehmen. So, zack. Frage ist, klappt das hier? Das könnte was werden. Wenn ich ganz knapp sollte das was werden. Okay, da haben wir es geschafft. Alles klar. So, dann holen wir uns den mal hier, ne? Der macht aber auch ein süßes Geräusch. Zack. Korruptskadeda. Okay. Haben wir jetzt zwei. Leute, ich würde gerne noch das Schild kaufen, auf jeden Fall. Bevor wir uns in irgendwelche neuen Gefilde begeben. Dementsprechend, ich farm das mal kurz zusammen. Okay, Leute, da haben wir auch schon unsere 100 Rubine. Hat auch nicht lange gedauert. So, und dann kaufen wir uns mal das Forest Shield. Das Waldschild. Kaufen. You got the Forest Shield. Shields can be imbued with magic to unleash powerful shield abilities. Use shield abilities by holding Z and R. When pressed B, using a shield ability costs magic. Life Drain, 5 seconds CD. Tap B to release life magic. Damage nearby enemies and returns with health to you. Boah, Alter! Also unsere Schilde haben jetzt halt einfach noch einen Effekt, ne? Wie krass ist das? Ja, okay, ist aber einfach das Kukiri-Schild. Also ich muss, warte mal, ich probiere es gleich mal aus. Also ich habe es jetzt richtig verstanden, dass wenn nahe Gegner bei mir stehen... Warte, ich lasse mich mal ganz kurz hitten. Erstmal, zack, tschüss, mein Freund. So. Das ist wie immer. Ich lasse mich jetzt mal kurz hitten von irgendeinem Gegner. Jo. Hat 5 Sekunden Cooldown. Alter. Was? Wie geil ist das denn? Nice. Und den habe ich auch gleich besiegt. Hä, das hat auch voll die Reichweite. Also ich stehle quasi Leben aus den Gegnern. Das ist ja krass. Heilige Scheiße. Was es alles gibt. Oh, der will mich nicht durchlassen. Oh ja, ich kann mal ein paar neue Deko-Sticks mir holen. Das ist schön. So, zack, 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 zack. Darf ich nicht durch? Halt! Warum ist das jetzt Deutsch? I don't know who you think you are, but no one allowed here without Follow's permission. Also ohne die Erlaubnis von Follow. Ja. Okay. Hat geklappt. Tomb of the Kokiri Hero. May your spirit watch over this final resting place. Okay. Ich habe auf jeden Fall einen krassen Schild jetzt. Ein Bumerang. Ich fühle mich eigentlich ganz gut gewappnet aktuell. Vielleicht finde ich ja noch ein bisschen Geld unterwegs. Hallo. So, und dann mit dem Boomerang, ne? Easy. Okay. Ist, glaube ich, ganz nice, dass ich den Schild mir schon geholt habe. Auch wenn ich 100 Rubine ganz schön teuer finde, aber er hat halt auch krass magische Fähigkeiten, ne? Also das muss man denen schon lassen. Zack. Weg damit. Eieiei. Ja, das sind wirklich mal verlorene Wälder hier. Bin gespannt, wo das hier hinführt. Zack und tschüss. In eine Sackgasse. Ah, mir fehlt so ein bisschen die Musik noch. Ne, wäre geil, wenn das irgendwie am Tag wäre. Dann wäre da irgendwie nochmal ein bisschen bessere Stimmung. Huh. Ja, hallo, wer bist du denn? Ein kleiner, dicker... Skulti-Typ. Okay. Und Rubine? Krieg ich einfach so? Okay. Wahnsinn. Doch, hier geht's weiter. Ah, Gott. Ah, da ist eine Leiter. Okay. Alles super verschachtelt hier. Ein Herz brauchen wir gerade nicht. Leiter. Okay, da geht's auch noch lang. Gut, da haben wir es gefunden erstmal.
Schön. War ein bisschen verschachtelt. Das sieht mir irgendwie, ich habe ein bisschen Angst. Komm, das ruft doch nach dem Schwert. Oder? Schönes Schwert? Jawoll! Kaskas Claymore. This massive blade required immense strength for the hero Kaska to wield in both hands. Boah, ein Zweihänder-Schwert? Ein Claymore einfach, ey. You much larger when the kukiri and the sword feels comfortable in one hand. Ah, okay. Verstehe. Zeig mal her. Sieht auf jeden Fall nice aus. Hi. Jawoll. Warum ist gerade so dunkel geworden? What the hell? Irgendeiner hat das Licht ausgemacht. Oh Gott. Warum? Hilfe? Hilfe! Okay, haben wir hier noch irgendwo Geld? Da hinten sehe ich nämlich Rubine. Wenn es möglich ist, nehme ich die gerne noch mit. Aber es scheint hier jetzt auch einfach rauszugehen, ne? Ansonsten ist hier auch nichts weiter großartig. Hier kann ich mir vielleicht die Rubine noch holen. Eieieiei. Okay, jetzt schnell raus hier. Ich hoffe, das war das Einzige. Nicht, dass ich noch irgendwas verpasst habe. Da hinten ist auch noch Geld. Ich habe jetzt halt gar nichts mehr gesehen, ne? Alles klar? No. Ist alles meine Schuld. Hätte ich ihn nicht töten dürfen? War das schlecht, dass ich den getötet habe? Ist das jetzt immer noch so dunkel, wenn ich hier wieder reingehe? Jo. Okay. Habe ich gerade Verderben über die Kukiri gebracht? Ups. Egal, wir haben jetzt ein Schwert. Zack. Tschüss, mein Freund. Schön. Ja, dann, also hier können wir halt später noch buddeln, glaube ich. Wir können jetzt theoretisch ja hier weiter, ne? Jo. Okay, schauen wir mal, wo uns der Weg hinführt. Oh mein Gott. Das ist also der Dekobaum. Das ist aus dem Dekobaum geworden. Ja, der sieht schon gut gruselig aus. Bin echt gespannt, ob das jetzt unser erster Dungeon wird. Da ist ein Loch. Hier gibt es auf jeden Fall ringsherum noch ein bisschen was zu erkunden. Boah, was war denn das? Hast du das gesehen? Irgendein Torpedo? Und was ist das? Höh! Was? Alter! Boah, irgend so eine Giftschildkröte! Was zur Hölle? Was? Und hier ist... Hier, das Ding war das. Okay, hier kann ich mir bestimmt ein bisschen, kann ich mir bestimmt das Herzchen holen. Alter, es gibt aber 10er Rubine in den Dingern. In den Büschen. Das macht's echt angenehm. Da ist noch das Kulti. Ja, toll. Jetzt kann ich doch bestimmt... Krieg ich das bei Fulllife, ne? Jo. Ich darf nur eine Fähigkeit vom Schild nicht vergessen, ne? Warte mal. Kann auch einfach den machen. Frag mich halt. So. Nummer 3. Frag mich halt, wo wir das dann eintauschen können irgendwann.
Was ist? Ist es wieder so ein Frosch? Nee. Das ist auch einer. Nehmen wir doch auch gleich noch mit. So. Da ist wieder so ein Bomber. Oh, geht durchs Schild durch, alles klar. Ich gehe mal kurz um den Deko-Baum rum, schaue mich mir ganz kurz um und dann gehen wir in den Deko-Baum rein, der echt super gruselig aussieht. Bisschen verkommen halt, ne? Da wird sich vielleicht das Böse drinne breit gemacht haben. Einfach irgendwelche Minen, ey. Wie kommt man da drauf? Jo, alles klar. Aber schön fett Kohle kriegen wir hier. Das gefällt mir. Guck mal, 190 Rubine haben wir jetzt schon. Und wir dachten vorhin, ach, ob wir die 100 Rubine überhaupt zusammenbekommen. So. Alles klar, schauen wir mal hier rein. Oh. What? Herzteil? Haben wir doch einen neuen Herzcontainer jetzt, ne? Schön, das passt doch. Und hier machen wir noch irgendwas auf. Okay, ist das ein Shortcut? Aber hier geht es jetzt nicht weiter. Ist vielleicht ein Shortcut für später? Könnte ich mir vorstellen. Wir haben auf jeden Fall erstmal eine Tür geöffnet. Schauen wir mal, was da noch passiert. So, hier haben wir noch so einen. Aber ich glaube, das war es jetzt erstmal, ne? Ich würde sagen, auf in den Deku-Baum. Also bis jetzt, saugeiler Hack. Ich bin super gespannt, was hier noch passieren wird. Warte mal, haben wir noch irgendwelche Items, die ich jetzt... Guck mal hier, das würde ich nochmal ausrüsten und ansonsten rein da. Let's go. Der Deku-Baum, Leute. Hat sich ein bisschen verändert hier. Minimal. Okay. Der ist tot. Ist er tot? Der ist tot. Oder so ähnlich. Da habe ich gerade gesehen, da ist ein Schalter. Okay. Das war glücklich, dass ich nicht runtergefallen bin. Und da ist er down. Okay. Das war doof. Machen wir noch eine Runde, würde ich sagen. Ich ignoriere den mal. Ich bin Profi, wollte ich nur sagen. Scheiße. Okay. Concentration. Ich mache mal einen Degonus. Jawohl. So passt das doch. So, dann... Und den besiege ich mal. Ja, wie die einfach schräg hochschießen können. Das ist ja der Wahnsinn. So, den. Ich kann den Bumerang auch gerade werfen, wenn ich anvisiere. Scheint mir so. Kann ich halt besser zielen. Fokus. So, warte, ich mach mal. Lifestyle. Boah, ist das eine krasse Fähigkeit. Ey, wenn viele Gegner kommen, muss ich das unbedingt einsetzen. Hallo, mein Freund. Okay, die sterben nicht. Doch, die sterben. Aber. Au! Was war das? Wo kam das her? Okay, mit dem Boomerang ist besser. Was ist das? Es kommt auf jeden Fall wieder. Oh ja, ja, Musik. Was bist du denn? Hallo, mein Freund. Wie besiege ich dich denn? So nicht? Holy moly. Komm, Fähigkeit. Schön mit Lifestyle. Okay, die werden besiegt.
Was haben wir hier? Herzchen, okay. Also ich hätte jetzt gesagt, wir springen da hinten erstmal rüber. Okay, wir können uns hier rüber... Alter, diese Fähigkeit gab es in Ocarina of Time und Majora's Mask aber nicht. Das mit dem Hangeln, oder? Ich glaube nicht. Das ist ja sowas von awesome. Okay. Drüben... Okay, verschlossene Tür. Und da drüben könnten wir reinkommen. Was? Alter, genau! Ja! Es ist so geil. Die bauen hier einfach so krasse neue Gegner ein. Nice. Okay, hier können wir rein. Ansonsten haben wir hier eine verschlossene Tür. Und da hinten können wir später... Ich weiß noch nicht, mit dem Schalter, wenn wir da irgendwie hinkommen. I don't know. Okay, weg damit. Was? Jo, wo bin ich denn jetzt gerade runtergesprungen? Das kam auch schon wieder unerwartet. Okay, da komme ich noch nicht. Mal ein bisschen vorsichtig bewegen. Ich glaube, jetzt ist es schon wieder nachteilig, dass man so schnell läuft. Okay. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ich habe alle Zeit der Welt. So. Und tschüss. So, jetzt habe ich ein bisschen Angst vor dieser Blitzkugel. Kann ich die vielleicht damit treffen? Und ich hoffe, die kommt auch nicht wieder. Instant tot. Okay, wir kriegen eine Schatzkiste. Mit hoffentlich einem kleinen Schlüssel. Hey, jetzt sieht das Kokiri-Schild ja so aus. Vorhin war das doch ein anderes, oder? Ein anderer Frame. Okay, ich glaube, das ist... Es geht nur um die Schatzkiste, ne? Ist wahrscheinlich ein Schlüssel drin, ne? Ja. Immer mal kommt die Musik durch vom Deku-Baum. Jo, da ist er. Der Schlüssel. Weiter geht's, Leute. Die Gegner sind alle wieder da. Aua. Auch die ganz hässlichen. So. Ah. Kann ich den vielleicht... und auch noch Geld gestohlen. Jawohl, da ist er down. So, warte mal, damit geht's besser, ja. Bumerang ist besser gegen die. Es ist schon ziemlich dunkel, das Spiel, muss man dazu sagen. Gut, in einem Deku-Baum ist es auch vielleicht dunkel, ne? Okay, also die Frösche. Die Frösche sind ziemlich stark. Die machen auf jeden Fall ordentlich Schaden, wenn die mich erwischen. Am besten aus der Ferne stunnen und dann schön mit der Sprungattacke erledigen. Das klappt dann eigentlich ganz gut. Da haben wir noch eine kleine Schatzkiste, die holen wir uns noch. Wie geil diese neuen Gegner sind, ne? Aber die sind auch sehr cool gemacht, muss man dazu sagen. Und, boah, Alter, wie viel Geld wir jetzt haben. Holy moly! So. Auf hier. Weiter geht's. Also Leute, das Spiel rockt ja sowas von. Macht mir sowas von Laune und Spaß. So viele neue Items und Fähigkeiten und einfach so gut entwickelt und die Gegner, ey, was zur Hölle. Egal, was ihr sagt und was ihr von dem Game haltet, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ich werde mir auf jeden Fall komplett das Ding hier, die Demo durchziehen und die, ja, das schön hochladen als ein paar Parts. Ich hoffe, ihr seid da auch ein bisschen improved und habt da Bock drauf. Ich bin es auf jeden Fall. So. Dementsprechend würde ich aber sagen, wir bleiben hier einfach mal stehen an der Stelle. Und ich werde das mal zurechtschneiden. Bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefällt, gerne liken. Dann kommt auf jeden Fall der nächste Part.
Also es kommt auch so der nächste Part, da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil ist einfach geil. Coole Futures, mega. Ja, bis zum nächsten Mal. Schreibt mir, wie ihr es findet. Und das war's von mir, euer Zelda-Junge. Tschüssi.